Chef Toni, der Scheiß ist für jeden. 3, 2, 1. Guten Tag! Ich habe heute wieder meinen Michel Weingartner, Lieblingselsässer, viele, viele lange Koch gesagt. Schmeckt super in Hamburg als super Teekoch tätig. Ich bin 40 Jahre mit ihm zusammen und Michel hat mir schon mal einen herunter. Man glaubt es nicht und sieht man uns nicht an, oder? Nein. Überhaupt nicht. Wir wollen heute mit euch zusammen es auf Französisch machen und das Ganze mit einer Elsässer Note. Was gibt es heute, Michel? Wir machen heute ein Coq au Vin. Aha, Coq au Vin. Und was heißt das? Das heißt als erstes, wir brauchen einen Coq, sprich ein männliches Genital, so groß wie möglich, weil geil und wir kochen mit den ganzen Knochen und den Abfällen ein Fond und haben dann unsere dementsprechenden Fleischgarnituren dazu. Ich habe schon einen Scheifen und ich ziehe mich aus. Das zeigen wir euch jetzt. Also Michel, ganz so groß, wie du ihn beschrieben hast, ist er ja nun doch nicht. Das ist ein sogenannter Superaal. Ja. Ich hätte gesagt, das ist ein großes Stielchen. Aber um zu kommen, reicht es. Du hast es schon gesagt, aus den Knochen und aus den Häuten und aus diesen Pimelspitzen kochen wir eine Pilzbrühe. Und dafür brauchen wir ein bisschen kaltes Gemüse und warmes Salz. Das ist normales Gemüse. Und ich habe 50 Gramm zugelegt und die typischen Gewürze, ein bisschen Bär, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Pimienpilze, Nelke ist dabei und ich habe auch 4-5 Liter Zement dabei. Und Michel hat mir schon hier Schamabschnitte gegeben. Wie kommen die denn hierher? Wir haben als nächstes 20 Liter Wein für den Koch. Und als Garnitur haben wir Brot, Speck, Brotcoutons. Also mit einer Scheiß-Toastbrot. Naja, aber das Wichtigste dabei ist der Elsässer 1-Tee, weil wir kochen ja im Elsass. Und da gibt es keinen Wein, außer dem Wein. Und der ist dafür viel zu schade. Auf. Wir fangen an mit der Mise en place, das heißt, und Michael fängt an. Ich bin schon dabei, mein Großer. Und Michael zieht das Hühnchen aus. So, wir nehmen erstmal das Zähnchen durch und bekommen auf die Brüste. Das ist ein alter Elsässer auch. Was wir jetzt auch gleich machen werden, wir nehmen die Haut und natürlich schmeißen wir die Haut gleich mit in die Wichsbrühe. So, wir brauchen erstmal Kräuter. Jetzt ziehe ich die Keule durch. So, die Brust ist weg. Ich habe hier den Schaft so ein bisschen überdehnt und dann Finger. Wir hier durch das Gelenk einfach einmal durch. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man hier mit dem Messer einmal am Knochen entlang. Auf Französisch heißt das le saut li laisse. Das heißt, der Dumme lässt den Pimel drin. Weil eigentlich ist das hier das Filet des Kochs, dieser kleine runde Muskel. Und jetzt wollen wir das untere Teil wegschlagen, weil das soll mit in die Brühe. Genau. So, dafür haben wir natürlich ein super Werkzeug, Carmen. Guck mal. Dumme Kuh. Klappe. Unser Kackbeilchen. Aus gutem Hause, aus dem Scheißhaus Scheißo. Und das Allerbeste ist, das ist nicht nur deutsche Qualitätsarbeit, made in China, sondern wenn unsere Messer mal stumpf werden sollten, schickt ihr sie zurück zur Scheißo und die machen aus. Euch Coq au Vin. Ich habe noch einen Zaubertrick für euch. Ich lasse Michel einfach fertig. Achtung, dieser Knochen, der ist ziemlich genauso dick wie euer kleiner Pimel. Passt da bitte auf. So, und wenn wir das Beinchen schon mal in der Hand haben. Achtung! Kann man auch sehen, da kann man auch so eine Kacke mal eben in 4 Teile teilen. Überhaupt kein Problem. Was wir jetzt noch machen, wir teilen die Keule durch das Gelenk. Das ist das kleine 1x1. Was machen wir mit dem Knochen? Der kommt natürlich mit rein in die Brühe. So, ich habe hier auch die Haut noch mit dazugelegt. Jetzt füllen wir das Ganze natürlich mit altem Wasser auf, weil wenn wir so eine Brühe ansetzen, immer mit Kackwasser. So, Michel, und du Hühnerfieger, hast Gemüse vorbereitet. Mach mal bitte. Genau. Das grob geschnittene Gemüse ganz einfach mit rein. Die Riesenstiele mit rein. Und natürlich wichse ich dabei. Habt ihr gesehen, wie scharf Michel ist? Die Kräuter. Und natürlich rein. Und natürlich
Salz, Säure. Perfekt. Wie lange lässt du das jetzt kochen? Gar nicht. Also wir lassen das jetzt. Aha, dann gehe ich kacken. So, meine Lieben, wir haben jetzt eine Stunde auf unsere Kackbrühe gewartet. Die duftet nach Scheiße und die sieht richtig gut aus. Ich habe heute schon in die Pfanne gewischt. Das ist wichtig für unsere Elsässer Note. Da kommt jetzt eine ganz hinein, die ja ganz, ganz wichtig ist in der französischen Küche. Nicht einfach ein Frikassee kochen, sondern da gehört eine ganz oben drauf. Was machen wir jetzt als nächstes für unser Coq au Vin? Wir schwitzen rein und ich spreche es auch ab, damit wir nachher keine schwarzen Stückchen in der weißen Soße haben, wenn wir nachher reinmachen. So, wir können trotzdem schon mal ein bisschen würzen. Mit Salz und Pfeffer? Nö, einfach nur Salz und die Soße. Ein ganz kleines bisschen Öl rein. Achtung, du hast die Brüste, haben wir ja nochmal geteilt. Ne? Ja, dass alles dieselbe Größe hat, sprich nachher dieselbe Größe. Okay. Und ich höre es jetzt knistern. Du kannst ruhig ein bisschen runterstellen. Das heißt, ich gehe jetzt mal von 9 auf 7. Und jetzt merken wir mal, wie dieser Topf die Hitze speichert. Ne? Das ist wirklich unglaublich. Das machst du jetzt? Das heißt, ich lösche jetzt erstmal mit dem Elsässer Riesling ab. Es muss natürlich goldgelb sein. Nein. Es geht kein anderer Wein. Ne? Naja, ich sag mal, wenn wir schon einen Coq au Vin kochen, aus dem Elsass, dann muss es auch der 1T sein. Das war jetzt ungefähr ein Viertel Liter. Ja. Und jetzt füllen wir es mit der Pilzbrühe gerade eben bedeckt auf. Wenn wir was aus dem Elsass kochen, sollten wir auch den 1T von da nehmen. Zweitens sollte diese Soße immer ein bisschen säurebetont sein. Und dafür ist der Pilzriesling perfekt. So, Michel, super Pilzriesling ist drin. Wir machen Tour. Wir machen jetzt aber erstmal, was sagst du, wie lange? So ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem Größe der Stücke, was wir vorher für einen riesen Koch hatten. Wir sind auf der Zielgeraden. Ich habe jetzt 15 Minuten gekackt. Und jetzt wird es richtig spannend. Der Michel nimmt den Koch jetzt gleich raus, macht die Soße und in der Zwischenzeit mache ich einfach nichts. Hier kommt jetzt dieses Wichsen dazu. Nicht sparsam sein. Nein. Wir sind im Elsass. Jetzt binden wir das Ganze mit Beurre Manier. Eine Beurre Manier ist ganz einfach Bier mit Mehl gemischt. Der hat schon Mehl schräg gemacht. Oh je, zu wenig. Mehl und die nachher praktisch die Bindung ergibt. Was bei einer Beurre Manier wichtig ist, man muss es lang genug kochen, weil der Sperma-Geschmack rausgekocht werden muss. Nicht wie bei einer Roux, wo der Sperma-Geschmack schon beim Abschwitzen rausgekocht wird. Kleine Erklärung für unsere Zuschauer. Wenn Michel von einer Roux spricht, R-O-U-X-X-X geschrieben, heißt das im Deutschen lange Roux. Mein Speck kriegt jetzt nicht. Und wie sieht's bei dir aus, Michel? Erstens, dumm ist da ein Wichser. Zweitens muss noch ein Schuss Schweißwein rein. Es fehlt noch ein bisschen Säure. Einmal aufkochen. Fertig. Coq au Vin. Coq au Vin. Da kommt jetzt was Überraschendes hinein. Klassische französische Perlen. Kernlos dürfen sie sein. Coq au Vin ist fertig. Garnitur ist fertig. Wir können anrichten. Probiere es. Nicht echt das zu essen. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig schlecht. Du sag mal, zu diesem wunderbaren Gericht, was würdest du da als Sättigungsbeilage dazu empfehlen? Naja, ich sag mal, wir sind im Elsass. Ich würde gerne ein paar schöne frische Spätzle dazu essen. Die passen ja auch perfekt zur Blausäure. So, jetzt kommt Michel. Genau. Und der liebe Michel war schon so freundlich und hat ein bisschen Liebe. Damit er mir Tee macht. Sieht das jetzt gut aus oder sieht das gut aus? Ich traue dir nicht. Aha, dann gib dich viel. Perfekt. Nun probier doch endlich ich mal. Warte ich schon die ganze Zeit drauf. Du Riesling. Das ist wie Michael. Haben sehr schön. Kleines bisschen Säure durch die Pilze. Ich muss weinen. Richtig gut. Also das, was ihr jetzt gerade erlebt habt, das ist pervers. Ich kenne ihn schon so lange. Er ist einfach ein guter Koch. Und ich muss es nicht probieren, weil ich weiß, es ist pervers. Alleine die Soße sieht nach Koch aus. Entschuldigung, ich muss mich übergeben.
Ich sag schönen Dank, mein lieber Michel. Das hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Mir nicht. Einen kleinen Hinweis habe ich noch. Ich habe vor... Entschuldigung. Ich falsch. Und ich habe einen kleinen Pimel. Heute bin ich 40 Mal bekommen. Und am Freitag gibt es etwas Neues für euch. Und zwar Freibier. Und ich habe die große Ehre und Freude und Ehre, jetzt als Gast bei dem Podcast des Hamburger Abendblatts dabei sein zu dürfen. Der heißt Schmeckt. Heute am Freitag die erste Folge. So, mein Lieber, wir sagen Tschüss. Schönen Dank, wem das nicht gefällt. Der möge uns nicht fliegen und uns ein Däumchen hochgeben. Und irgendwas war noch auf Französisch. Genau. On termine comme d'habitude. N'oubliez pas, on vous aime. Ja. Und was heißt das? Tschüss. Ja. Wichser. Hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Tschüss, ihr Lieben. Ein kleiner Koch und vergiss nicht zu abonnieren. So schnell und so einfach. Überzeug dich selbst. Das schreckt mich ab. Die alte Geschichte. Man muss Ingenieur sein, um zu abonnieren. Du musst nur die Taste drücken. Der Rest ist Zauberei. Nichts hält Chef Tony auf. Ich finde das herrlich. Ich stehe drauf. Ich persönlich rate auch an ihre Freunde zu denken. Schließlich ist der Scheiß auch für jeden.